Ach man, ihr könntet mich ja gar nicht hören. Hättet ihr mich gehört, hättet ihr jetzt wahrscheinlich irgendwie sowas gehört wie: Hey, willkommen zurück zu Paper Mario The Thousand Year Door. Schade. Vielleicht fragen wir mal die Raben, ob sie uns hören können. Hey. Jetzt, wo Barbara an unserem Team ist, weil wir ihr geholfen haben, kann sie uns helfen, die Raben zu verstehen. Denn die Raben haben alles gesehen. Kannst du mir helfen? Neulich habe ich mit Kraken aus Toad Town geschattet. Der hat jetzt Glasfaserkabel für alle seine Leitungen gehört. Ist ja super. Da kann er jetzt 100 Megabyte oder mehr ganz flott runterladen. Besser als in Deutschland, gell? Und die Informationsbeschaffung im Internet geht bestimmt auch viel schneller. Genau, heutzutage kann man nur überleben, wenn man verlässliche Informationen hat. Wir haben ja auch ein Büro zu Hause. Da muss man immer auf dem Laufenden sein. Man muss sich was einfallen lassen, wenn man nicht zu den Verlierern gehören will. Okay. Die haben uns nicht geholfen, aber es war lustig. Und warum klingen die wie Toads? Ich glaube, das hat nichts zu bedeuten. Ah, die Probleme mit der Energieversorgung werden wirklich immer gravierender. Ja, da hast du recht. Bevor alle fossilen Brennstoffe verbraucht sind, sollte man Alternativen finden. Windgeneratoren, Wasserkraftwerke. Am meisten erwarten die Menschen sicher von der Solarenergie. Da habt ihr recht. Das in einem Mario-Spiel zu hören, ist irgendwie unerwartet, wenn ihr mich fragt. Aber gut. Gucken wir mal, was die einzelne Rabe zu sagen hat, wenn sie nicht mit ihren Freunden redet. Diese düstere, zwielichtige Welt. Vielleicht habe ich meine Flügel, um eines Tages von hier zu fliehen. Okay, die mag diesen Ort hier nicht. Was von euch beiden? Mögt ihr den Ort? Ich bin noch nicht mal an den dran. Verschwinde, sagen sie. Weißt du, unser Junge macht dieses Jahr Abitur. So groß ist der Kleine schon. Unglaublich. Oh mein Gott, die Raben leben ein normales Menschenleben. Crazy. Dieser Mario-Vorschnitt, der gerade beim Dorf versteht ist. Keiner hat gemerkt, dass er dieser Geist ist, der alle in Schweine verwandelt hat. Die Menschen sind wirklich unglaublich einfältig. In den Kellergewölben der Spukabteil kann man den Namen des Geistes finden. Aber wenn jemand ihm seinen Namen sagt, geht die Zauberkraft verloren. Bin ja gespannt, wie das noch enden soll. Aha, habt ihr es gehört? Hast du gehört? Das frage ich ja gerade dich. Ja, ich hab's gehört. Sie sagen, der Name ist im Kellergewölbe der Abtei versteckt. Gehen wir. Schauen wir uns diesen Keller einmal an. Das klingt nach einer Idee, Barbara. Und wie bewegt sie sich eigentlich? Schwebt die einfach nur? Oder ist sie so am Boden angewurzelt? Bin mir nicht ganz sicher, wie das mit diesen Schattengeistern funktioniert, aber ja. Wir sollen ja herausfinden, wie der Geist heißt. Oh, stimmt ja, wir haben ja gegen ihn gekämpft. Hey, hey, ich hab dich erwartet. Ich hätte dir im Dorf aufgelauert, aber ich wollte nicht mein wahres Gesicht zeigen. Oh, oh. Der Allmächtige. Also, bist du der Geist, der diesen Mann Namen und Körper gestohlen hat? Irgendwie kam sie mir bekannt vor. Nein, gut, mein Freund. Auch dieses Mal bekommst du eine Chance. Wenn du errätst, wie ich heiße, bekommst du Namen und Körper zurück. Wie heiße ich wohl? Wir müssen weg! Wir müssen weg! Ah, ich weiß den Namen nicht. Feigling! Oh Mann, was ein Idiot, ey. Da muss ich was herausfinden. Der hat uns in das Licht geführt. Wir müssen schnell deinen Namen und deinen Körper wiederfinden. Das versuche ich doch die ganze Zeit. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt währenddessen... Ja, bin gar nicht da. Es funktioniert wirklich. So kann man den Gegner eigentlich gut aus dem Weg gehen. Wenn man nicht kämpfen will. Warte mal einfach, bis die wieder abhauen. Und wir beide hauen jetzt hier nach drüben ab. Ja, ist ein bisschen doof, dass wir den ganzen Weg wieder zurückgehen müssen. Ich finde, das hätte nicht gemusst. Hätte man skippen können, aber was soll's. So lang ist der Weg ja jetzt auch nicht. Außerdem haben wir Barbara dabei. Sie ist ja genau der Partner, um sich zu verstecken. Im Keller der Spuckabteil müssen wir hin. Ja, ich bin auf dem Weg. Bitte gedulde dich. Bin gar nicht da. Man muss übrigens nicht gedrückt halten. Ich habe gedacht, man müsste gedrückt halten, aber es ist gar nicht so. Und man sollte übrigens nicht kämpfen. Glaube ich. Also ich würde jetzt zumindest nicht kämpfen wollen, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass wir so viel Schaden machen in dieser Form.
Auch wenn wir kurz vor einem Level-Up sind, wie ich gerade sehe. Nein, egal, komm. Das kann ich mir auch sparen. So schlimm ist es nicht. Darauf kann ich warten. Müssen nur diesen blöden Suseldusels entkommen. Wenn ich noch einmal einen goldenen sehe, dann werde ich mit all meinen Mitteln, also mit Barbara, versuchen zu besiegen. Weil wenn man einen goldenen Suseldusel besiegt, die heißen irgendwie anders, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, dann kriegt man, ich glaube, ein halbes Level, aber so 50 Erfahrungspunkte oder so. Und jetzt stellt euch mal vor, genau in dem Moment würde der Zauber eingehen für doppelte Erfahrungspunkte. Einfach so kostenlos ein Level. Das wäre crazy, oder? Deshalb lohnt es sich eigentlich schon. Oh, da muss man gar nicht lang. Ups. Deshalb lohnt es sich eigentlich schon, die Viecher aufzusuchen. Wenn man denn kann. Ah, habt ihr gerade gesehen bei Barbara? Ihre Beine oder ihr eigenes Bein da. Es wurde länger, also das heißt, sie ist verbunden mit dem Boden. Sie schwebt nicht. Okay, aber es ist gut, dass wir es auch schon mal wissen. Oder zumindest finde ich es halt interessant zu wissen. Vielleicht kann man es jetzt nochmal sehen. Ja. Sie ist schon am Boden. Sie ist am Boden zerstört. Ach, deshalb sind hier so viele Gegner, weil man sich verstecken soll. Wo sind sie hin? Ach, keine Ahnung. War da nicht gerade jemand? Na, egal. Hey, da ist ja jemand, guck mal. Nee, da ist keiner mehr. Yeah. Ah, und jetzt macht das. Das habe ich mir auch schon gedacht. Ich habe mir hier, als ich in dieser Stelle das erste Mal war, habe ich mir gedacht, okay, mit Lady Boo könntest du da rüber. Könntest du einfach hier verstecken. Aber jetzt ratet mal. Tschüpp. Wir ziehen uns in den Boden rein. Oder sie zieht uns in ihren Boden, je nachdem. Und da kommen wir rüber. Und wir kriegen eine Insignie. Die müssen wir später Barbara geben. Dann kann sie stärker werden und mehr raushauen mit neuen Attacken. Da bin ich dann gespannt. Da bin ich gespannt, wo uns dieser Weg hier hinführt. Das wirkt ja schon ein bisschen zu perfekt. Dass es hier extra einen Weg gibt für uns. Hm. Aha. Jetzt sind wir hinter der Geistertruhe. Oder der Truhe, wo die Geister halt waren. Und jetzt können wir hier lang. Aha, ein riesiger Block. Den können wir kaputt hauen. Oh, das ist richtig böse, das kann man kaum sehen. Man kann die aber durchrollen. Wer bist du denn? Hallo? Guten Morgen, guten Morgen. Hallo, wer bist du? Er will uns nicht antworten. Ich mag ihn irgendwie nicht. Schlaffikator, mach Gegner schlaff und senkt ihre Abwehrkraft. Nee, da, danke, brauche ich nicht. Pass. Ich hab volles Inventar, verdammt. Kraft plus Orden, Angriffswert für Sprung und Hammerattacken schlagt um 1. Schaut mal, das Ding ist. Boah, 6. Das Problem ist, ich habe mir extra Dampfhammer und Meistersprung gekauft, weil ich genau das hier eigentlich wollte, dass die sich um 1 erhöhen. Aber ich habe den Effekt nicht gelesen, dass man dann das jeweils andere nicht benutzen kann. Aber das hier wäre schon wert, ne? Vor allem, weil wir jetzt 3 OP übrig haben und dann nächsten Level Up plus 3 haben wir 6, können wir Kraft plus machen mit der Hand. Yeah, das würde sich lohnen, müssen wir uns merken. Hier sind noch mal so 2 besondere Truhen. Ich habe das P Buchstabe, der hilft Marius Namen und Körper zu retten. Oh nein, bitte sag mir aber nicht, dass hier noch Professor Eichs E ist. Dann hätte ich aber richtig Angst. Du bitte nicht. Nee, aber einen Schlüssel. Warte, wieso kriegen wir ein P? Deshalb war das auch weg. Weil es ein Item ist, was man finden kann. Oh, der Wurm ist weg. Ciao, Wurm. Ciao, Wurm. Ich wollte ihn nur noch mal hauen. Sorry, ich. Ich lass es mal. Ach, ich wusste es. Ich wusste es aus irgendeinem Grund. Hier ist noch irgendwas gewesen. Ich hab's einfach gewusst. Okay, komischer, schräger Papagei. Er will nicht mit uns reden. Dann halt nicht. Hä, hey, warte, stopp, 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 stopp. Kannst du abbrechen? Doch, kann ich. Ja, ich kann einfach außen rum. Also ich muss ihn gar nicht kaputt hauen. Das ist sowieso nur eine Abkürzung. Wir sollen, glaube ich, einfach mal hier rein. In diese mysteriöse Röhre, die versteckt wurde vor uns. Aha, wir sind in Düsseldorf. Eine nette Abkürzung, sage ich mal so. Aber, naja, jetzt weiß ich seinen Namen ja immer noch nicht. P?
Wie hilft mir denn das P? Oder heißt der einfach nur P? Das ist sein Name, einfach klein P. Das ist sein Name. Pff. Hallo, pff. Fragen wir ihn mal. Hey, da bist du endlich. Na, weißt du es jetzt endlich, wie ich heiße? Mhm, ja, wie heiße ich wohl? Ich weiß, wie du heißt! Dein Name ist! Dein Name ist! Daneben! Okay. Er heißt nicht P, aber wieso haben wir denn das P? Okay, lass uns einfach nochmal, auf jeden Fall nochmal fliehen, nochmal abhauen. Von ihm werden wir die Antwort auf jeden Fall nicht bekommen. Von den Buhs vermutlich auch nicht. Aber warum haben wir in die Richtung ab? Nein, ich will nicht in die Richtung abhauen. Also muss ich den ganzen Weg neu gehen. Nein, stopp! Nein, 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 nein! Kann ich nochmal auf fliehen drücken und dann in die andere Richtung abhauen, bitte? Jetzt müsste wieder der ganze Dialog kommen. Wie finde ich seinen Namen heraus? Ja, okay, jetzt fühlen wir die Richtung, sehr gut. Sind hier noch Krähen, mit denen ich nicht geredet habe? Oder sagen die jetzt vielleicht was anderes, jetzt wo wir das P haben? Ich schau mal kurz nach. Keiner hat gemerkt, dass er es war. Menschen sind einfältig. In dem Kellergewölbe der Spukabtei kann man den Namen finden, nicht das P. Aha. Okay, das heißt, wir müssen nochmal zurück. Ne? Das klingt jetzt zumindest so. Ich finde das wirklich interessant mit Barbara. Einfach wie sie sich bewegt. Wie sie einfach so ein langes Bein bekommt. Oder Schnur oder was auch immer das darstellen soll. Ich habe keine Ahnung, Mann. Aber wo können wir mehr Info jetzt herausfinden? Oh, draußen am Balkon. Da sind da noch Raben. Safe sind da Raben, bestimmt sind da überall Raben. Warum sollten da keine sein? Oder? Die haben es bestimmt gehört, wenn hier welche sind. Hier ist keine. Waren hier keine Raben? Warte, stopp, stopp, stopp. Bevor ich aufgebe, guck ich noch da hinten. Guck ich noch mal da hinten und da muss doch noch ein Rabe sein. Bin mir sehr sicher, hier waren noch Raben. Vielleicht, weil ich mich hier dünn mache, auf die andere Seite gehe. Hier drüben vielleicht, wo das goldene Blatt war. Nein, hier ist ja noch eins. Das wäre jetzt lustig. Was? Wirklich? Man kann die hier farmen? Ja, okay. So krass sind die jetzt auch nicht, aber trotzdem. Dass man die einfach farmen kann, wusste ich nicht. Ja, nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ach komm, schmeiß das Hotelgutschein weg. Wann benutze ich die jemals? Komm. Brauche ich nicht. Kann jemand anderes finden. Warte. Nee, hier sind keine Raben. Lag ich wirklich daneben mit der Idee? So komme ich hier nicht durch? Komme ich nicht durch. Ach, schade. Vielleicht vor dem Haus? Nee. Okay, ich gebe zu. Das habe ich jetzt tatsächlich lieber nachgeschaut, als dass ich jetzt hin und her geeiert bin. Ich war mir sehr sicher, wir sollten mit den Raben reden, aber das war nur der Tipp für das P. Und stattdessen, es gibt einen Grund, warum hier einfach so random ein Papagei ist. Der spricht ja auch alles nach. Und ich habe mich hier zwar unsichtbar gemacht, aber ich hätte eine Sekunde länger unsichtbar bleiben müssen. Schade. Hätte ich auf jeden Fall rausgefunden, aber was soll's? Hä? War hier gerade jemand? Na ja, egal. Lange geht das eh nicht mehr gut. Sobald jemand seinen wirklichen Namen errät, ist es vorbei mit der Zauberei. Und mich, da ich seinen Namen weiß, schließt er in dieses finstere Zimmer ein. Außerdem soll ich auch noch den Buchstaben bewachen. Was für eine Tierquälerei! Trotzdem könnte dieser Rumpel mal zurückkommen. Ich habe ziemlichen Hunger. Dieser Rumpel? Okay, sorry, ich heu ab. Aha, wir wissen seinen Namen. Ah, hast du gehört, was dieser Papagei gesagt hat? Rumpel,
So heißt der Kerl. Jetzt können wir uns seinen Namen und Körper zurückholen. Komm schon, den machen wir fertig. Den machen wir sowas von fertig, Mann. Er heißt Rumpel. Ich glaube, im Englischen hieß der Drooplet oder sowas. Aber den Namen habe ich auch gerade erst gesehen, als ich das nachgeschaut habe. Also so oder so, ich hätte seinen deutschen Namen eh nicht gewusst. Hey! Ah, du bist es also wieder. Na, hast du es jetzt endlich? Eine letzte Chance gebe ich dir noch. Ah, okay, passend. Dein Name ist... Rup. Mit einem roten P übrigens. Rupel. So heißt du, du Rüpel. Daneben. Hä? Nein? Hä? Hab ich das gerade falsch angegeben? Hä? Warte, was? Hä? Oh, Rumpel. Ich habe Rumpel. Keine Ahnung, wie ich das versaut habe. Keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Oh lol, ich merke erst jetzt, dass er übrigens Mario-Geräusche macht. Er macht so, hahaha, und yeah. Habe ich erst jetzt gemerkt. Wahrscheinlich habt ihr schon vorher gemerkt. Okay, sorry, mein Fehler. Rumpel. Der Rumpel, der Rumpel. Rumpelstilzchen. Habe ich nicht sogar? Ich habe sogar Rumpel eingegeben, habe ich nicht? Doch, ich habe sogar Rumpel eingegeben. Am Anfang, oder? War es nicht sogar mein erstes Ding? Nein! Wie konntest du meinen Namen erraten? Das ist... Wie dreht sich alles? Die Mario-Geräusche. Hat er unsere Stimme geklaut? Hinterher, wir müssen deinen Körper und deinen Namen zurückholen. Ich an seiner Stelle wüsste, wohin ich fliehen würde. Ja, er haut wahrscheinlich in sein Schloss ab, oder? Ja, aber komm, dann nehmen wir doch die Röhre, oder? Wenn er wieder in seinem Zimmer ist. Oder bei seinem Papagei oder so. Ich glaube, da macht es mehr Sinn, die Röhre zu nehmen, aber auch um sicher zu sein. Ich gebe zu, es war ein bisschen peinlich jetzt, dass ich so lange gebraucht habe dafür. Und dann noch mit dem Namen falsch eingegeben habe. Oh Gott. Dafür könnt ihr mir verzeihen. Aber das ist total lustig. Ich habe sogar gesagt Rumpelstilzchen. Und das war richtig. Der hieß Rumpelstilzchen, oder das Stilzchen. Einfach nur Rumpel. Geil. Richtig geil. Ist er nicht bei dir? Nein! Na stimmt, er sagt ja, dass er ihn vermisst. Dass er mal herkommen kann, bisschen Papageienfutter lassen könnte. Also da lassen könnte, meine ich. Ja, also ich gucke jetzt mal ganz kurz in seinem Zimmer nach. In seinen Gemächern, wo wir ihn bekämpft haben. Wenn er dort nicht ist, dann ganz ehrlich, dann habe ich keine Ahnung. Ich hoffe nicht, dass man ihn wirklich... von Screen zu Screen verfolgen sollte. Ich denke ja wohl eher, dass er sich hier verkriecht. Wie oft bin ich jetzt hier schon lang gelaufen, ey? Ich kann das alles auswendig. Ich meine, okay, schwer ist es nicht, das auswendig zu können. Hier ist es ein sehr, sehr kleines Schloss, aber... ist auch kein Schloss, es ist eine Abtei. Ja, genau. Hauen die jetzt ab? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die juckt das nicht. Leider. Also schnell weg. Wir können auch nebenbei speichern, wenn wir sowieso mal hier sind. Und hoch die Wendeltreppe. Endlich mal eine Treppe, wo ich nicht die ganze Zeit springen muss. Schön, das hätte ich gerne öfter gehabt in diesem Spiel oder generell in Spielen. Treppen sollte man hochlaufen und nicht hochspringen. Merkt euch das, Game Developers. So. Moin. Hey, ganz schön aufdringlich, mir bisher nachzulaufen. Hab schon verstanden, wir sollten endlich klare Fronten schaffen. Seid ihr bereit? Klar, Mario. Keine Frage.
Der hat sich mit diesen Hexen verbündet, weil er allein keine Chance hat. Ich werde niemals zulassen, dass sich jemand wehtut, Mario. Zeig dir, was du kannst, Bamba. Oh-oh. Alles klar, geben wir diesen Typen Gesichts... Was geben wir es diesem gesichtslosen Typen, der so aussieht wie ich? Die haben ihn Mario genannt. Wenn der, der deinen Namen und Körper gestohlen hat, jetzt Mario heißt. Bist du Mario? Nein, auf keinen Fall. Wie kommst du darauf? Oh nein! Dann habe ich also diesem Mario geholfen. Wie konnte ich nur? Ach komm schon. Nein, Barbara, hau nicht ab! Na du, ein Schritt unter Freunden. Darauf können wir leider keine Rücksicht nehmen. Oh, 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 oh. Das ist gar nicht gut für uns. Nicht jeder hat so viel Talent, Freunde zu finden. Manchem laufen sie davon. Ja, nur weil... Ach, du bist ein Idiot. Blöder Mario-Abschnitt. Verschnitt. Aber wir machen wieder normalen Damage. Was soll das? Ich nehme Schaden? Ah, verflixt. Kaum hast du meinen Namen erraten, muss ich leiden. Mario, was laberst du? Kämpf einfach. Gumba, Leiby. Scheiße. Es ist angefroren. Oh, wir kriegen mehr Verteidigung. Oh, gar keinen Schaden. Danke. Okay. Vielleicht sollten wir stattdessen Gumbrina angreifen? Nein, ich will ihn angreifen. Ich will definitiv ihn angreifen, nicht meine Partner. Wohl, das könnte ich jetzt ausnutzen, dass sie gerade eingefroren ist. Aber die hat doch bestimmt 20 Leben oder so. Ich hab die richtig hochgebufft. Verzeih mir, Brunhilde, aber ich lebe für meine Liebe zu Mario. Barbara! Mario! In guten wie in schlechten Zeiten werde ich dir beistehen. Ich habe mich entschieden. Es gibt wohl sowieso kein Zurück mehr. Oh, du hast schon so viel Mist gebaut, jetzt musst du bei den Bösen bleiben, so gesehen. Okay, dann hilf mir mal, diese Halunken da auszuschalten. Am besten mit einem Moxie-Beben machen wir das zusammen. Oh yeah, du weißt, ich liebe mein Moxie-Beben. Sorry, Gumbrina. Die Dummen müssen leiden. Ich hab die Regeln nicht gemacht. Ich lebe nur bei den Regeln. Blub, blub, blub. Aber ich bin froh, dass Barbara jetzt einfach gesagt hat, ach egal, was soll's, bin ich halt beim Feind. Meine Freunde wollen mich sowieso nicht mehr zurückhaben, dann bin ich halt ein Feind. Und weißt du was, Barbara? Das war die richtige Entscheidung. Ich werde dich nicht dafür mobben, was wer du bist, mir egal, was auch immer. Such mich, Schattenhieb. Machen wir einen Schattenhieb. Drücke den angezeigten Knopf. Okay. Welchen? B! Okay, das ist cool. Das ist eine coole Attacke. Wenn man das trifft, dann verbrennen die Gegner. Sehr, sehr cool. Mario, du musst aufpassen! Oh Gott. Es ist so schwierig, so viele verschiedene weibliche Charaktere zu haben. Hey, hey, stopp, reicht! Alter! Der Multikopf los! Was haben wir noch so drauf? Machen noch mal. Nee. Gib mir lieber das Goldblatt. Sehr nice. Und du machst noch mal den Schattenhieb. Na, auf ihn. X. Sehr nice. Wenn man ein bisschen wartet und du auf das Bip hört, macht es, glaube ich, auch mehr Schaden. Bin mir sicher, aber es könnte sein. Da benötigt sich wirklich einer, könnte Mario schlagen. Das ist lustig, dass die Panda einfach nichts dazu sagen, dass er so seltsam ist. Ey, immer der Multikopf muss. Der Multi, aber der war nicht super Multi, Mann. Da hast du wohl ein bisschen reingeschissen. Und ich hau dir auf die Pappnase, du Pappnase. Bam! Und noch ein Schattenhieb. Sehr nice. Das Publikum feiert es richtig. Oh, das sieht übel aus. Ja, du siehst übel aus. Guck dich mal an, Kollege.
Nein, Barbara, Barbara, alles wird gut, alles wird gut. Ich kann hier leider nicht scannen. Wir müssen einfach so kämpfen. Das mag ich überhaupt nicht. Was anderes bleibt uns halt nicht übrig, ne? Hä? Nein, lass es, stopp. Hör, was passiert? Nein! Was zum... Hey! Was passiert? Habe ich den Mess bekommen oder nicht? Ich glaube nicht. Irgendwas ist daran passiert. Ich weiß nicht, was passiert ist. Gib ihm die Leben. So, damit er nicht down geht nächste Runde. Und er haut raus mit... noch einem Wirbelschlag. Wenn wir schon beide angreifen, ist, glaube ich, ganz gut jetzt. Bam! Oh, Mach ist dead. Oder Rumpel. Das ist... Oh, Mara, wie konntest du? Oh. Aber Mario! Das war's? Oh, danke. Das nehme ich gerne an. Genauso wie das. Finally! Ich kann endlich OP leveln. Oh, habe ich lange drauf gewartet. Und ich würde ja den Orden ausrüsten, dass meine Partner stärker werden. Aber, nee, sie haben es nicht verdient. Sie haben es nicht verdient. Entschuldigt euch! Ach, puh. Lol. Was ist das denn? Wir verwandeln uns zurück in Mario. Verdammt! Das sah ich daheim! Paul springt vom Turm! Was? Mario ist geflohen? Nein, das dann ist der echte Mario? Oh, wir sind hereingelegt worden, verdammt! Oh, wir hätten es wissen müssen. Wie konnten wir nur auf diesen Betrüger reinfallen? Es tut uns leid. Wer ist die da eigentlich? Gehört die nicht zu diesem Schattentrio? Wieso steht die plötzlich auf deiner Seite, Bomba? Also... Ach, kommt schon, Leute. Sie ist es bei uns. Mario! Na gut, schließlich hat sie uns ja auch geholfen. Seien wir also nicht so kleinlich. Wow, sehr erwachsen von dem Baby-Yoshi. Oder Mini-Yoshi, ja, von dem. Mario, ach, wenn ich jetzt weiß, wer du bist. Ich würde sehr gerne bei dir bleiben. Yippie! Barbara gehört jetzt wirklich zum Team. Yippie! Ja, bitte. Dankeschön, bitte, danke, das ist meins. Oh yeah! Okay, das Chapter, muss ich sagen, war ziemlich kurz. Aber es hat das Beste draus gemacht. Und ganz ehrlich, lieber ein kurzes Chapter, was alles richtig macht. Oder fast alles richtig macht. Als ein Chapter, was sehr lange ist und nach Dauer langweilt. Das letzte Chapter war geil, aber es hat ein bisschen lang gedauert. 20 Kämpfe waren ein bisschen viel. Hätte man aber auch 15 reduzieren können, finde ich. Passt. Wir haben jetzt 5 Sterne Energie und erlernen die Attacke Powering. Okay, Powerblock, aber jetzt Ring oder wie? Bin ich mal gespannt. Jetzt aber wirklich geschafft. Mario konnte den Geist Rumpel verjagen und bekam Namen und Körper zurück. Er hat jetzt 4 Sternjuwelen. Bleiben noch 3, die er finden muss. Wir haben also mehr als die Hälfte, wenn man es so sehen will. Oder die Hälfte... Wir bleiben bei der Hälfte. Mehr als die Hälfte. Nein, ich habe gesagt, Spiel, wir bleiben bei der Hälfte. Dieses Abenteuer ist damit bereits überstanden. Mit seinem neuen Teammitglied Barbara setzt Mario die Suche nach den Juwelen fort. Aber was ist wohl aus Brunhilde und Roberta geworden? Und aus Rumpel? Tja, das werden wir noch herausfinden. Bleibt denn Barbara nur? Wer weiß, wo sie überall nach der Bombe sucht?